So, da sind wir wieder. Beim letzten Mal hatten wir das Problem, dass ich nicht nach Darkness Falls reingekommen bin. Ich habe jetzt einfach mal das Spiel beendet und neu gestartet und dann konnte ich reinkommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas zu bedeuten hat oder ob das einfach Zufall war oder was auch immer. Egal, jetzt läuft es auf jeden Fall wieder. Browser, stick dich mal. Na, warte. Ich will eben was in den Mund stecken. Ja, ich habe hier auch so Veilchenpastillen. Sie sind auch gut, die sind auch gut. Also ich gucke jetzt mal eben, ob hier alles neutral ist. Da die Ratten und so ist alles neutral. Das heißt, hier sind wirklich scheinbar alle Mobs auf neutral. Das heißt, die auf dem Rücken? Da hat doch einer die neutralen Ratten verhauen. Ja, hat einfach die neutralen Ratten verhauen. Aber wir haben ja vorhin auch die ganze Zeit neutrale... Ja, wir haben ja nicht gewusst, dass die neutral sind. Wir dachten ja, die sind aggro, so wie normal. Hier ist alles neutral. Ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, als wir runtergelaufen sind, dass wir keinen einzigen Ad hatten, aber ich dachte, ich bin halt so gut gelaufen, weißt du? So meine Pro-Laufwege, dass man keine Ads kriegt und so. Aber die hätten sie ja auch alle, hätten sich ja so ein weißes Fähnchen auf die Schulter legen können, ne? Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum sind da einzelne Mobs, die noch aggro sind? Das kann ja eigentlich nur heißen, dass die wirklich manuell jeden einzelnen Mob von aggro auf neutral umgestellt haben. Also hier die, keine Ahnung, 5000 Mobs und halt ab und zu mal einen übersehen haben. Ne, weil sonst würde es ja sagen, die ganze Klasse von Mobs, die stellst du einfach komplett von neutral auf, von aggro auf neutral. Ich gehe jetzt mal den geradeausweg. Natürlich vorsichtig immer gucken. Wenn nicht einer dich vielleicht noch einen vergessen haben, ne? Ne, oder irgendwie wählst Darkness Falls an, ne? Alles auswählen und dann setzt du einfach irgendwie einen Switch auf neutral für alle. Aber dann dürfte es ja keine geben, die noch aggro sind. Das heißt, das muss doch irgendwie von Hand passiert sein. Aber wer macht das denn? Wer stellt denn da 27.000 einzelne Mobs? Vielleicht kann er die nie anmäßig behalten. So, ich glaube, jetzt sind wir mal ausnahmsweise richtig. Der will uns sowas von den Hintern versohlen, der Hund da drüben. Neutral, neutral. 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 Gar nicht. Ging das dann hier zur Prinzessin? Möglich, möglich. Ich traue mich nicht so richtig, so einfach loszurennen geradeaus. Ah, da ist ein Prinz. So ein Prinz ist es vielleicht auch irgendwo eine Prinzessin. Ich glaube, da unten. Irgendwie kam man da runter. Ach, da hinten sind diese Leitern. Da gehen wir gleich mal hin. Ah, der Prinz ist ja der Spinnerich da hinten, ne? Ne, die Ameise ist da und der Prinz ganz hinten, das ist irgendwie so ein Typ. Eigentlich ist das voll das coole Event, wenn man hier mal so richtig reingeht, raiden. So, hier ist so eine Art Leiter, also jetzt so im weitesten Sinne. Ah, okay, das klappt. Vorsicht, Brause. Ja, ich war gestickt. Ja, ich hatte eigentlich vermutet, du löst Stick, wenn ich Leitern klettere. Also für die Zukunft, wenn ich Leiter klettern, dann bitte nicht sticken. So. Das ist ja auch nicht so tief nicht, ne? Nee, das ist so tief nicht, aber trotzdem. Ich weiß ja nicht, was da unten auf uns wartet und was auch alles neutral. Das sieht so leer aus. Müssten da nicht eigentlich Gegner sein? Lass mich raten, die haben die Gegner, die wir suchen, die haben sie noch gar nicht eingebaut.
Deswegen gibt es auch keine Questbeschreibung, weil die Quest ist ja eh noch nicht fertig. Wie bist du denn jetzt auf die Leiter gekommen, ohne runterzufallen? Einfach, ich weiß gar nicht, ich bin da einfach dran gegangen. Ich habe mir da gar keine großen Gedanken gemacht, ich bin einfach hingelaufen und dann runtergeklettert. Das habe ich gerade auch gemacht und dann bin ich runtergestürzt. Dann wärst du ja jetzt hier, wenn du gestürzt wärst. Ja, ich bin ja schon in einer Etage. Achso, ja dann. Du musst auf jeden Fall zur Leiter hingucken. Das ist, glaube ich, der wichtigste Trick. Okay, so geht's natürlich auch. Ja, aber es geht mir immer ein bisschen Lebensenergie verloren, das ist das. Und guck auf die Leiter, denn du stehst ja so schräg, das ist schlecht, dann fällst du runter. Du musst quasi parallel zur Leiter stehen. Dann nach links einfach? Ja. Mit den Tasten A und D kannst du ja... Jetzt hänge ich mitten in den Steine. Ja, dann komm doch hier zur Seite rüber. Mit D. So, hier ist ja gerade nichts los, ne? Dann gehen wir mal hier in diesen Gang rein. Eigentlich müssten hier Gegner rumstehen. Bin ich ziemlich fest von überzeugt. Was ist das da? Wahrscheinlich steht hier auch gleich irgendwo so einer. Und der ist dann aggro. Ja, hier kann man schön baden. Das Wasser ist herrlich. Das ist doch Wasser, oder? Wahrscheinlich das Badezimmer von Prinzesschen. Mhm. Wie sauber das wäscht. Guck mal, die Knochen, die glänzen ja. Und die sind nicht sauber, die sind rein. Jetzt geht's auch noch tiefer. War denn hier unten die Prinzessin? Ich weiß es nicht mehr. Leute, das ist schon so lange her. Irgendwas krabbelt da vorne. Neutral. Neutral. Verlass mich jetzt ganz auf dich, ne? Ja. Ja, ich teste die nicht alle nach, ob du dich einen übersehen hast. Brause, ich auch nicht. So, ja, doll. Eine Leiter hoch, wa? Dann können wir wieder hochklettern. Bevor wir hochklettern, da drüben war noch ein Tunnel in die andere Richtung. Den würde ich mir dann auch gerne mal anschauen. Ach, sind wir hier runtergekommen vorhin? Nee. Nee. Alles nur, kann das sein, dass sie den Server in die Schweiz verlegt haben? Berg, wie so ein Käse aussieht? Löcher drin oder was? Ja, das auch. Das hier, wir sind ja hier im St. Gotthard-Tunnel. Aber... Ich meine, weil die alle neutral sind. Können auch Norwegen sein. Sind die nicht in der NATO? Ich glaube, Schweden ist neutral, aber Norwegen ist, glaube ich, NATO. Ja, aber Norwegen ist nicht in der EU, ne? Ja, dafür ist Schweden in der EU. Also die haben sich das schon alle sehr gut überlegt. Das merkt man ja. Man kann nicht alles im Kopf haben. Ich glaube, nicht so... Woche müssen wir mal über den Brexit reden. Oh, da ist irgendwas. Das ist aggressiv. Das ist aggressiv. Warum ist ausgerechnet das aggressiv? Oh Mann. Keine Ahnung. Ich bleib dir jetzt nicht stehen und guck. Das solltest du übrigens auch nicht tun, Brause. Aber hier kommt doch keiner. Ja, du bist ja lustig. Und wenn er jetzt käme? Ich kenn dich doch. Ehe du dann losläufst, da hat er dich schon dreimal verschluckt. Jetzt kommt er. Ja. Da muss ja zumindest die Nase da drüben mal rausstechen. Biliathan, der steht auch nicht auf unserer Liste. Ach? Der steht nicht auf unserer Liste. Warte mal, der kommt langsam oder kam. Vorhin ist er da wahrscheinlich. Da kommt er. Da. Ja, jetzt ist der langsam, aber wenn der uns.
im Visier hat, dann wird er vielleicht plötzlich sehr schnell. Huch, und ich sollte hier hochgehen besser, sonst... Aber vielleicht können wir an dem vorbei hier. Ja, wenn er jetzt hier irgendwie den Weg entlang geht, dann können wir vielleicht an ihm vorbei. Kann man denn hier an Schleifspuren sehen, welchen Weg er geht? Ja, hier, die Schleifspuren hier, sieht man ja. Gehen wir hin? Dann gehen wir so ganz rechts rüber. Huch, okay. Dumm, die dumm, die dumm, die die. Du siehst uns nicht. Das wird mal ein ganz schöner Schmetterling. Brause, wo bist du? Ach, da. Ein ganz schöner Schmetterling wird das. Die kleine Raupe Nimmersatt. Wenn ich unseren Zaun zu doll erregt. Oder ein schöner Schwan. Denn die kleine Raupe Nimmersatt, die verwandelt sich ja dann am Schluss in einen schönen Schwan. Mal gucken, ob die kleine Raupe Nimmersatt nicht jetzt gleich eine Kurve fährt und wieder zurückkommt. Ja, vermutlich ja. Weiter runter? Ich gucke mal. Ich hoffe, das war jetzt die Ausnahme, dass das Vieh auf Aggro ist. Der Rest soll dann hoffentlich wieder neutral sein. Hier ist wieder so ein Waschsaal oder sowas. Warte mal auf mich. Ja, was machst du denn da hinten auch? Wo bist du denn? Rückendeckung. So. Ich weiß nicht, ob man sich zum Beispiel hier verstecken kann und dann kriecht die Raupe an einem vorbei. Weil die schien eine relativ kleine Aggro-Range zu haben. Muss aber nicht so sein. Ich würde es also auch nicht ausprobieren wollen. Du hast jetzt zu dem Räumchen Waschsaal gesagt. Was hältst du denn von der Bezeichnung Küche? Küche wäre auch gut. Das Klo ja hätte ich auch noch gelten lassen. Lag ja einiges rum, was so darauf hindeutet, dass so die Reste vom... Von den letzten beiden Neugierigen. Neutral, neutral. Neutral, neutral. Neutral. Und ähnliche sind wir schon mal gegangen, ne? Ja. Und da haben wir dann wieder so eine Leiter. Gut, dann haben wir jetzt hier unten das Ganze alles mal erkundet. Jetzt können wir die Leiter wieder hochklettern. Hoffen, dass da oben alles neutral ist. Warum geht meiner denn nicht auf die Leiter? Geht da ja, unten und Brause, weil du musst schon die Knöpfe drücken. Von alleine macht er das nicht. Ja, drück ich doch. Aha, jetzt. Nicht drehen, nicht drehen. Nein, ich habe Q genommen. Q. Achso, Q macht. Bei mir ist es WASD, aber Q geht bei dir dann auch. Ja, Q bei. Du musst so ein bisschen, glaube ich, springen. Das ist ja so. Ach, Deutran ist auch neutral. Neutral, neutral, neutral. Wir sind alle so neutral. So, ich bin jetzt hier auf der letzten Stufe vor dem Ziel. Ja, ich komme hier auf meine zweite Leiter nicht. Du musst springen. Geh zurück an den Rand, dann lauf vorwärts und spring und dann hängst du hoch genug. Sonst hängst du aus irgendeinem Grund, bist du irgendwie zu tief oder so. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Hab mir das nicht ausgedacht. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz Mikro ausmachen. Mikrofon muted.
So, da bin ich wieder. Huch, hier ist gleiches Problem. Kleiner Hopser und dann geht das. Da Pale Guardian ist neutral. Neutral, neutral, neutral. Okay, sieht gut aus. Huch. Und hier muss man dann so ein bisschen hüpfen. Nach vorne laufen und hüpfen. Irgendwann klappt's. Eigentlich. Das sieht übrigens sehr interessant aus, was du da machst. Ah, runter. Also das könnte olympische Disziplin werden. Jetzt habe ich sie. Sehr schön. So, dann haben wir dann vielleicht hier oben die Prinzessin. Prinzessin Lilifee. Auf diesem sehr interessanten Weg hier. Ein Prinz, noch ein Prinz. Jetzt haben wir zwei Prinzen gefunden. Den einen in der Mitte und hier quasi den Prinz links. Da muss es doch rechts auch irgendwo eingeben. Das ist dann vielleicht die Prinzessin. Kommen wir da auch irgendwie anders hin vielleicht? Wo kommt man denn hin, wenn man jetzt hier quasi den offiziellen Weg wieder nimmt? Statt unten durch die Wurmgrube. Also ich klicke hier auch ganz viele an, aber nicht alle. Also nur eine Frage der Zeit, bis ich dann einen, den ich hätte anklicken sollen, doch nicht anklicke. Aha. Hier sind wir jetzt. Das klingt so, als wüsste ich, wo wir sind, ist aber nicht so. Heiliges Kanonenrohr. Hier scheint ein Ausgang zu sein. Ja, aber waren wir hier vorhin oder ist das ein anderer? Eigentlich müsste doch quasi in diese Richtung irgendwie. Weiß der Kuckuck. Oh, Essenz-Schredder. Deswegen sind wir auch so gut an den Trinkern und so vorbeigekommen in der vorletzten Folge, weil die natürlich auch alle neutral waren. Hätte ich ja mal anklicken können. Oh, Vorsicht, die sind aggressiv, die rechts. Stimmt, die haben uns ja auch angegriffen. Also diese Typen hier, die sind aus irgendeinem Grund aggressiv. Aber der Rest nicht. Ja, da vor uns sind auch aggressiv. Oh, ja, da hast du gut aufgepasst. Das ist schlecht, weil ich habe ja gesagt, wir brauchen uns nicht buffen, denn weil ich bin ja so ein. Also ich werde meine Aussage, glaube ich, revidieren müssen. Vor vielen tut er dir trotzdem nicht, wa? Nee, aber ich brauche so lange, um den zu killen. So. Ja, kurz hinsetzen und dann mal buffen. Die sind also aggressiv. Interessant. Ne, mir gefällt das hier nicht. Wir laufen zurück. Wir laufen doch durch die Wurmgrube. Ganz unten runter. Vermeiden den Wurm und laufen dann auf der rechten Seite hoch. Also rechts in dem Sinne, wo wir ursprünglich runtergeklettert sind, wenn man aus der Richtung guckt. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier wieder zu weit nach oben und da will ich eigentlich nicht hin.
Ah, wunderbar. So, dann laufen wir mal in die Richtung. Und laufen und laufen. Wo waren hier auch noch aggressive, ne? Nein. Fahren wir durch. Ja, diese menschenartigen Typen da, die Priester oder was das sein sollen. Das war doch hier, oder? Ja, ja, okay. So, ich mach Speed mal eben aus. Damit wir an der Leiter es ein bisschen einfacher haben. Eine runterkommen damit. Ja. Dann müssen wir natürlich gucken, wo ist der Wurm gerade. Dass wir den irgendwie vermeiden können. Kommst du da gut zurecht? Brauchst du Hilfe oder so? Leiter drauf. Ja. Ansonsten spring halt ein bisschen. So tief ist das nicht. Wurm ist nicht in Sicht. Müsste mein Brause. Ach, da ist er ja schon. So, ich mache Speed wieder an. Dann gucken wir mal. Müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir nicht direkt in ihn reinrennen. Gerade hier so die Stellen, die so schwer einsehbar sind, da kann das schnell mal passieren. Hauptsache, wir haben nach hinten den Fluchtweg. Eine blöde Stelle. Wurm, 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 Wurm. Brause? Ja, ich komme. Ah, ich hatte gerade so einen Leckschatten von dir. Ist natürlich jetzt blöde. War der da oben? Ging der spazieren oder? Ja, der kommt in unsere Richtung. Ja, komm, dann vielleicht sollten wir da in die Mutterkammer gehen, ne? Hoffen, dass er uns da nicht sieht. Ja, aber das ist so sehr extrem riskant, finde ich. Also ich meine, wenn er uns... kommt. Da ist er. Ja, hm. Vielleicht kriegt er vorbei, aber wenn wir halt Pech haben und der kommt, dann kommen wir auch nicht mehr raus. Aber wir machen das jetzt einfach. Ich würde mich jetzt auch gerne hinter der Säule verstecken. Halt möglichst weit. Guck mal, hier hin ist man, glaube ich, noch ein Stückchen weiter weg vom... Ja, es nutzt nichts, wenn wir hinter die Säule gucken. So, wenn man Angst hat und sich selbst die Augen zuhält. Ah, das hilft. Das hilft auf jeden Fall. Was auch blöd ist, man sieht hier dann auch so schlecht, wie weit der Wurm ist, ne? Wenn er jetzt hier vorbeikriecht in aller Seelenruhe, ist das schwer abzuschätzen, wann er dann weit genug weg ist, dass man rauskommt.
Wenn ihr uns attackiert, Brause, sprint an, raus aus dem Raum, rechts rumlaufen. Bis zum Ende durchlaufen. Ja, wo ist das Vieh denn jetzt? Ist der schon vorbei? Nee, ne? Bin nicht gesehen. Ich hab den auch nicht gesehen. So schnell war der jetzt. Da, ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Okay. Reise. Okay. Reise. Wir uns nicht hören. Das ist jetzt das Mittelstück gewesen und da ist das Hinterteil. Jetzt zählen wir mal einfach irgendwie bis 30 oder so. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wir kommen näher, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 kleine Würmchen, 28 kleine Würmchen, 29 kleine Würmchen, 30 kleine Würmchen, so. Jetzt war der Scheißkerl einmal da unten in seiner Bude, hat eine Kurve gemacht und kommt wieder hoch, wa? Nein, der, nein, 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 der ist weg. Ist weg, okay. Aber wir müssen ja in die andere Richtung. Genau, wir müssen in die Richtung hier. Ah? Ah ja. Ah ja, schon okay. Jetzt haben wir freie Bahn. Wenn's. Das gibt nur einen Wurm, ne? Nicht, dass es zwei Würmer gibt. So, hier sind wir vorhin runtergeklettert. Ursprünglich mal. Und hier waren wir dann auch mal. Und da habe ich gesagt, wir laufen erst zurück. Rückblickend war das vielleicht ein Fehlurteil. Ja, aber hier ist ja noch wieder so ein Wurmloch, so eine Futterstelle, ne? Ja, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht. Es gibt, glaube ich, nur einen Wurm. Und da hinten ist ja sowieso ein großer Raum. Das heißt, da können wir uns dann sowieso verstecken. Oder direkt hochklettern. Ja, hier war ja alles auf neutral. Glaube ich. Hoffentlich ist da oben auch alles auf neutral. Sonst haben wir so geschickt den Wurm ausgetrickst, reingelegt. Wenn wir jetzt hier sterben, ich weiß nicht, das wird mich schon ein bisschen wurmen. Ich weiß gar nicht. Das erste Vieh, was ich anklicke, ist schon mal neutral. Was weißt du nicht? Ja, wie man auf diese Art und Weise das Weltall erobert. Ja, eher nicht. Ja, man spricht doch davon Wurmlöchern, die man... Das sind so Geräusche, die möchte ich nicht gerne hören. Eine Etage abgestürzt. Das geht zur Seite, Q-Taste. Das ist auch ein Prinz. Wo ist denn die Prinzessin? Durch. Ja, dich ja auch. Ist gerade ein bisschen abgehackt. Vielleicht könnten wir die ja fragen. Where is your princess? Ja, die sind da bestimmt offen für Gespräche. Ja, ne? Normal muss man sich das vorstellen, wie man hier mit 30 Mann so durchzerrt und alle versuchen nicht runterzufallen. Und natürlich fällt irgendjemand runter, weil es fällt immer jemand runter in der Brause. Ja, ja.
Earl, Mutilator, Prinz. Auch neutral. Ich glaube, die sind alle neutral hier in diesem Raum. Sprach's und fand den einzigen Agromob. So, ich mach mal hier Speed aus. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Besonders für so kleine Brauses. Die lassen sich ja, dann immer so mitreißen von. Die haben mir auch alle so eine lange Nachholzeit. Ja, das stimmt natürlich. Du drückst und dann ist das nicht wie in anderen Spielen, wo das quasi sehr crisp ist mit der Steuerung, sondern ein bisschen so schwammig. So Prinz. Prinz Asmui, jetzt, ist das nicht irgendwie von Narnia oder sowas? Er sieht ja auch hübsch aus, ne? Also ich meine, so fesch. Ah, ich weiß nicht, ob das irgendwie so um die Lebensziel Prinzen zum anzunehmen. Vielleicht muss man ihn nur küssen und dann verwandelt er sich in einen Frosch. Ja, das wäre eine Verbesserung. Ich tippe eher auf Frosch. So, jetzt marschieren wir hier mal wieder zurück, weil das hat uns alles nicht weitergeholfen. Und ich sehe auch auf die Uhr und muss feststellen, wir sind schon wieder am Ende. Wir können hier ein paar Minuten überziehen, weil wir haben, letzte Folge war irgendwie ein paar Minuten kurz. Ich kam ja nicht nach DF rein. Also wenn wir jetzt hier noch 5 Minuten länger machen, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Ja, wo wollen Sie denn jetzt her? Achso, hier kommen wir lang. Nee, leider nicht. Jetzt haben wir schon ganz Darkness Falls quasi so im Zuschauermodus, ne? So, Besucher sind herzlich willkommen. Und wir finden immer noch keinen einzigen von den Mobs. Das ist doch nicht normal. Oh, Agro. Agro, 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 Agro. Rechts ist Agro. Guck mal, wenn wir uns ganz links halten. Wenn ich sage Rennen, Brause, dann bleibst du nicht stehen und guckst, was passiert, sondern dann drückst du einfach die Vorwärtstaste. Hier sind wir ja gerade nicht hergekommen, ne? Ja, hier sind wir nicht hergekommen. Das hätte der Mutilator, glaube ich, auch nicht zugelassen. Ah, da ist noch so ein Mutilator. Da vorne, der ist neutral. Der ist neutral. Der ist auch neutral. Aber wer macht denn das? Der jeden 50. Mob auf Agro stellen und die anderen auf neutral. Hier sind wir ja hochgegangen vorhin. Nein. Weil hier hinten wieder der Ausgang ist. Das gibt, glaube ich, 3 von diesen Ausgängen. Mindestens. Also. Naja, wenn du dir sicher bist, dann ist das okay. Also es gibt auf jeden Fall mehrere. Ob es 3 sind, ob es 4 sind oder noch mehr, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, an jedem dieser Prinzen, wo wir waren, gibt es einen Ausgang. Wenn man den sieht, dann rennt man schreiend weg, oder wie? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist auch gedacht, damit man schnell mal, wenn man jetzt das Relikt verteidigen muss oder so, dass man auch rasch irgendwie wieder rausfindet. Der ist neutral, der ist neutral. Die sind neutral. Natürlich fies, wenn jetzt hier unter den 25 Schreddern einer ist, der aggro ist. Weil die kriegst du natürlich nicht alle an. Ich zumindest nicht. Bei 3, wer hat den Ball? Ich baue jetzt darauf, dass die alle neutral sind. Und wenn einer ein Roter oder so aggro sein sollte, dann könnten wir das immer noch schaffen. Die Ma ist neutral. Die Typen da sind natürlich aggressiv. Warum auch immer. Menschen sind alle aggressiv. Also Dämonen sind lieb. Menschen sind böse. Das habe ich gelernt in Dark Age of Camelot. So, wenn jemand jetzt hier nach ganz oben rennt, wo kommt man dann raus? Ist meine große Frage. So, hier, Kamion, auch neutral. Kamion ist hier nicht. Geht's hier nicht nach Hibernia?
Arminichlo. Aber man hier, hier ist einer der Wege, glaube ich, wo man als Hip immer runtergekommen ist von hier. Und dann lief man nach hier, wenn man runter in die Mitte wollte. Oder so. Genau, und das ist dann der andere Weg runter. Und hier kommt man dann in die Mitte. Genau, das ist doch hier die Hip-Seite. Oder nicht? Ja klar. Das ist dieser Rundweg. Und da unten sind wir wieder auf der Hauptkreuzung, wo wir uns so elegant hingeschlichen haben, vor zwei Folgen, völlig umsonst. Weil die eh alle auf neutral waren. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, hier ist eine gute Stelle, um auszuloggen. Wenn wir Glück haben, ist in der nächsten Woche, bei der nächsten Runde, immer noch alles neutral. Wenn wir Pech haben, ist das tolle Event vorbei. Keine Ahnung. Ja, es ist ja... Jetzt sind wir jetzt in der Nähe der Hip. Nee, wir sind jetzt so ziemlich in der Mitte. Also alle Ausgänge sind etwa gleich weit entfernt. Gut, nicht, dass wir bei dem nächsten Dingswechsel wach werden hier und freuen, dass wir noch drin sind und schon kommen ein paar Hippies. Ja, die Gefahr besteht natürlich immer, besonders wenn alles auf neutral ist, denn dann können die natürlich hier durchrennen, wie sie lustig sind. Und wenn es nicht auf neutral ist, ja, dann ist es auch schlecht für uns. Also so oder so wird es spannend. Ich bin schon ganz aufgeregt. Sag mal, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss und so. Und tschüss. Tschüss.